Geheimnisvolle Signale aus dem Weltraum haben in General Forbets Hauptquartier Alarm ausgelöst. Auf eigene Faust folgt der General in einer neu konstruierten Raumsonde diesen Signalen. Noch ahnt er nichts von der Katastrophe, die sich im Sonnensystem anbahnt, dem Sperrfeld über der Erde. Auch Jan Tenner, Laura und Professor Futura sind ahnungslos und wollen zunächst nur den General vor eigenmächtigen, vorschnellen Entschlüssen bewahren. Und dabei geraten sie Lichtjahre von der Erde entfernt in Zweisteins Falle. Was sagen die letzten Peilungen, Sergeant Cooper? Wir können jetzt ziemlich sicher sein, dass die geheimnisvollen Funksignale von einem Planeten der roten Sonne genau vor uns kommen, Sir. In unseren Sternenkatalogen ist sie unter der Nummer Alpha 77465 verzeichnet. Das sagt mir nichts. Sie sind der Pilot. Hauptsache, der verbesserte Superantrieb funktioniert. Selbst Professor Futura und der Superheld Tenner haben keinen blassen Schimmer davon, dass wir eine Raumsonde konstruiert haben, die in fernste Sonnensysteme vordringen kann. Die Sonde ist fast so gut wie das Zeitraumschiff. Da sind die Signale wieder, Sir. Jetzt schon viel lauter. Sergeant, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommen die Signale von einer Basis der Leonen und dann machen die Kerle mit unserer Laserbordkanone Bekanntschaft. Oder es handelt sich um andere Außerirdische, die Kontakt suchen. Dann bietet sich uns zum ersten Mal eine Möglichkeit, im Weltraum Verbündete gegen die Leonen zu finden. Es könnte aber auch eine Falle sein, Sir. Ach was, wir sind auf alles vorbereitet. Und ich denke, dieser Flug ist eine gute Gelegenheit, unsere neue Raumsonde zu testen und gewissen Herrschaften zu zeigen, dass nicht nur sie in der Lage sind, Angriffe auf Westland zu verhindern. Sie meinen Professor Futura, Sir? Und Jan Tenner und Laura? Genau die. Ich habe nicht vergessen, wie sie mich überfahren haben, als die Leoden drei Kinder von der Erde entführten. Diesmal drehe ich den Spieß um. Futura weiß garantiert noch nichts von den Signalen. Und bevor er von ihnen erfährt, haben wir entweder die ersten außerirdischen Verbündeten gefunden oder den Leonen eine Weltraumbasis abgenommen. Die Signale sind verstummt, Sir. Wir haben den roten Stern gleich erreicht. Die Instrumente zeigen bereits seine drei Planeten. Sicher haben die Absender der Signale uns schon bemerkt. Da sind sie wieder. Sie kommen vom zweiten Planeten. Er ist etwa so groß wie die Erde, aber eine einzige Wüste ohne Wasser, keine Meere, keine Flüsse, nur Steppe und Sand. Können Sie feststellen, von welcher Stelle des Planeten die Signale kommen? Warten Sie, Sir. Ja, ich habe die Quelle angepeilt. Ich steuere darauf zu. Jetzt sind wir in der Atmosphäre. Sehen Sie diese riesige Senke dort zwischen den Sandhügeln? Natürlich, aber vergrößern Sie das Bild. Das da sieht aus wie ein Raumschiff. Was hatten Sie von einer außerirdischen Zivilisation erwartet, die Signale in den Weltraum sendet, Sir? Ein wenig mehr Disziplin, ja? Bitte, riesige Metropolen. Natürlich auch Raumschiffe, aber auf großen Raumhäfen und nicht mitten in einer Wüste. Der ganze Planet scheint ja überhaupt unbewohnt zu sein. Wieder Funkstille, Sir. Wenn das nur keine Falle ist. Oho, wie klug von Ihnen, Sergeant Cooper. Und wie dumm von Ihrem höchsten Vorgesetzten, so blindlings in meine Falle zu laufen und ohne meinen guten Freund Futura zu benachrichtigen. Das ist doch... Diese Stimme... Gehört Ihrem alten, lieben Freund Professor Zweistein. Nun, General, schlägt es Ihnen die Sprache? Mich hatten Sie hier nicht erwartet, eh? Sie vermuteten mich wohl auf der Erde in Westland. Zweistein, ich werde Ihnen sofort... Sie werden gar nichts, General. Denn Zweistein ist Ihnen immer einen Schritt voraus. Mit dem Zeitraumschiff hat sich den Menschen der Weg zu den fernsten Sternen geöffnet. Und natürlich... Natürlich hat Zweistein seine Augen und Ohren überall. Sie versuchten dem Schiff seine Geheimnisse zu entlocken, aber ich habe sie. Der Teufel soll sie holen. Ich habe nur ein wenig spioniert, General. Und mit dem neuen Wissen mein eigenes Superraumschiff gebaut. Zweistein hat die Mittel dazu, das sollten Sie doch wissen. Ist das der Gefahr?
gefürchtete wahnsinnige Professor, Sir? Oh, ich danke Ihnen für das Kompliment, Sergeant. Aber diesmal läuft er in seine eigene Falle. Passen Sie auf, Sergeant. Ich beschäftige ihn. Setzen Sie zur Landung an. Wenn wir nahe genug heran sind, zerstrahlen Sie sein Raumschiff mit der Bordkanone. Verstanden? Ja, Sir. Also, gut. Zweistein, was wollen Sie? Sie haben mich mit Ihren Signalen von der Erde fortgelockt. Damit Ihre Komplizen dort freie Hand haben? Aber General, Sie sollten doch wissen, dass Zweistein sich nicht auf andere verlässt. Zweistein, der neue Diktator der Erde. Oh nein, General Forbes, ich will Sie als meine Geisel. Wenn Sie erst in meiner Gewalt sind, werden Ihre lieben Freunde Futura und Tenna alles tun, was ich Ihnen sage, um Ihr kostbares Leben zu retten. Wie weit sind Sie, Sergeant? Gleich nahe genug, Sir. Dann feuern Sie. Es scheint Ihnen entgangen zu sein, sehr verehrter Oberschurke Zweistein, dass es zwischen Futura und mir einige Unstimmigkeiten gegeben hat. Er wird gar nichts unternehmen. Hallo, Sergeant. Aber General, für wie naiv halten Sie mich? Ich werde... Ah! Aber was soll das? Hören Sie auf zu schießen! Ein schönes Raumschiff! Hören Sie sofort! Volltreffer, Sir! Sein Schiff ist nur noch ein Haufen glühender Schrott. Damit ist ihm der Rückweg abgeschnitten. Er sitzt fest. Er sitzt fest. Sie meinen, Sir, er lebt noch? Natürlich lebt er. Glauben Sie, Zweistein ist so naiv, sich uns auf dem Präsentierteller zu servieren? Unterirdische Stationen sind seine Spezialität. Ganz bestimmt hat er hier auch eine. Ja, ich orte etwas. Starke Energieentfaltung, etwa 1 Kilometer vom ausglühenden Wrack entfernt. Und mindestens 20 Meter tief unter der Wüstenoberfläche. Dann haben wir ihn. Landen Sie, Sergeant. Wir heben sein Nest aus und machen ihn dingfest. Diesmal entwischt er uns nicht. In wenigen Tagen steht er auf der Erde vor einem Militärgericht. Sir, vielleicht war das Raumschiff nur ein Köder, um uns... Landen Sie und ersparen Sie sich Ihre Kommentare. Jawohl, Sir. Wir stehen, Sir. Ich bin weder blind noch taub, Sergeant. Wir steigen durch die Bodenluke aus und suchen nach dem Einstieg in die Geheimstation. Alle Systeme sind ausgeschaltet, Sir. Ich öffne die Luke. Nehmen Sie Ihre Waffe und kommen Sie. So, da wären wir. Hier weht ein ziemlich scharfer Wind. Ich habe Sand in den Augen. Setzen Sie Ihre Schutzbrille auf. Sehen Sie? Da vorne muss der Einstieg sein. Oh, verdammt heiß hier. Die rote Sonne brennt wie ein Glutofen vom Himmel. Achtung, Sir! Da hebt sich etwas aus dem Sand. Wie ein metallener, riesiger Pilzhut. Das ist der Einstieg. Aufpassen! Zweistein kommt da raus! Aber... Das ist ein Roboter, Sir. General Forbert, hier bin ich. Drehen Sie sich nur um. Teufel! Er muss einen zweiten Ausgang benutzt haben, um sich von hinten anzuschleichen. Aber der Trick nützt Ihnen nichts mehr, Zweistein. Nehmen Sie die Hände hoch, sonst geht mein Laser los. Sie sind mein Gefangener und werden die Ehre haben, auf Staatskosten zurück zur Erde zu fliegen. Aber General, haben Sie also wirklich noch nichts dazu gelernt? R1, lähme die beiden Helden. Der Roboter, Sir. Eine Waffe schiebt sich aus seinem Metallkörper. Ach, die Strahlen. Ich bin gelähmt. Ich falle. Ich auch. Mein Körper... ist taub. Sehen Sie, General Forbes, so schnell kann sich das Blatt wenden. Wer ist nun wessen Gefangener, wie? Schaffe die beiden in die Station, R1. Und dann wollen wir Professor Futura nicht länger warten lassen.
wo er doch sicher schon in Sorge um den General sein wird. Da sind wir, Professor. Ja, abgehetzt und noch ganz nass. Wir haben gerade für das Wasserskirennen am kommenden Sonntag trainiert, als Sie uns vom Bootshaus mit den Lautsprechern ausriefen. Und wir waren gerade so schön in Fahrt. Ich nehme an, dass Sie noch viel mehr in Fahrt kommen, wenn Sie hören, weshalb ich Sie rufen ließ. Oh, Jan, wir setzen uns wohl besser. Was gibt es, Professor? Hecken die Leonen wieder etwas aus? Oder hat Zweistein sich gemeldet? Beides. Aber das ist nicht alles. Ich sage nur, Forbert. Der General? Probiert er vielleicht eine neue Superkanone aus? Ach, hören Sie mit Ihren Scherzen auf, Jan. Es ist ernst. Ernster als jemals zuvor. Wir hatten einige ruhige Wochen, aber jetzt scheint es von allen Seiten knüppeldick auf uns zuzukommen. Dann wird der General doch sicher auch gleich hier sein, so wie ich ihn kenne. Eben nicht, Laura. General Forbert ist weder auf dem Weg hierher noch in seinem Hauptquartier. Er ist überhaupt nicht auf der Erde. Dieser unbelehrbare Narr wollte unbedingt den Helden spielen. Wenn Sie so reden, ist tatsächlich etwas Schlimmes geschehen. Was denn, Professor? Also, der Reihe nach. Ich spiele Ihnen eine Tonbandaufzeichnung vor, die ich vor einer knappen Stunde gemacht habe. Eine Tonbandaufzeichnung? Ja, das Radioprogramm hörte plötzlich auf. Aber hören Sie jetzt genau zu. Achtung! Guten Tag! Da bin ich wieder, Professor Futura. Ich weiß, Sie hören mich. Entschuldigen Sie, dass ich mich wieder einmal einfach im Radio melde. Zweisteins Stimme, kein Zweifel. Aber ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Professor Futura, was würden Sie davon halten, eine kleine Reise zu unternehmen? Oh, sie wird ganz umsonst sein. General Forbert spendiert sie Ihnen. Er erwartet Sie bereits sehnlichst. sagte ich umsonst? Sie wissen ja, wie unser einem die Kosten über den Kopf wachsen. In meinem Fall die Kosten zur Errichtung eines Weltraumimperiums. Ist er jetzt ganz übergeschnappt? Ja, Professor, Sie haben richtig gehört. Ich werde bald das Universum beherrschen, in dem die gute Erde nur ein winziges Staubkörnchen ist. Ach, und das kostet, das kostet. Also hören Sie zu. Leider hat Ihr General Forbert einen dummen, dummen Fehler gemacht. Tja, und nun ist er mein Gefangener und wartet darauf, dass jemand bereit ist, die Kosten für seinen Rückflug zur Erde zu übernehmen. Stimmt das, Professor? Warten Sie ab. Er wird jammervoll zugrunde gehen, wenn Sie ihm Ihre Hilfe versagen. Meine Forderungen, Professor Futura. Kommen Sie mit dem Zeitraumschiff und Ihrem Supercomputer, kommen Sie meinetwegen mit Ihren lieben Helfern, aber ohne Militär. Unglaublich. Sie werden mir das Raumschiff und den Computer übergeben. Ich lasse dafür den General frei und schenke Ihnen seine lächerliche Raumsonde, damit Sie zur Erde zurückkehren können. Also, Sie haben 3 Tage Zeit, um Ihren General zu retten. Oh, fast hätte ich vergessen, Ihnen zu sagen, von wo aus ich per Überlichtfunk mit Ihnen plaudere. Meine Position ist... Warum schalten Sie aus, Professor? Die Daten des Sonnensystems, in dem der wahnsinnige Forbert gefangen hält, sind im Supercomputer gespeichert. Ich habe ihn bereits zum Zeitraumschiff bringen lassen. Forbert ist also in Zweisteins Gewalt. Ich verstehe das nicht, Professor. Wie ist das möglich? Ich konnte es auch nicht glauben. Deshalb rief ich in Forberts Hauptquartier an. Nach einigem Hin und Her erfuhr ich, dass der General vor 2 Tagen aufgebrochen ist, um im Weltraum die Quelle einiger rätselhafter Signale zu finden. Signale, Professor? Aus dem Weltraum? Wieso wissen wir nichts davon? Weil Forbert es geheim halten ließ. Wie auch die Existenz einer Raumsonde, die ferne Sonnensysteme erreichen kann. Ich nehme an, er wollte verhindern, dass er noch einmal übergangen wird. Das hat er wohl noch nicht verschmerzt. Dieser Obernarr wollte den Helden spielen und ist blind in Zweisteins Falle gerannt. Moment, Professor. Zweistein ist also im Weltraum in einem anderen Sonnensystem. Ja. Dass er auch ein technisches Genie ist, wissen wir. Also hat er ein Raumschiff gebaut, aber wie konnte er damit von der Erde fort, ohne dass Forberts Raumüberwachung es bemerkt hat? Forberts Raumüberwachung ist nicht viel wert, Jan. Sie erinnern sich ja, dass die Leonen auch unbemerkt landen und Kinder aus Westland ins Vega-System entführen konnten. Ja, das ist richtig. Aber Forbert hatte doch durch die Kinder und den Bordcomputer des Zeitraumschiffes von dem Fehler in seinem Raumüberwachungssystem erfahren. Jan hat recht, Professor.
Soviel ich weiß, ist das Raumüberwachungssystem verstärkt worden. Wie wir sehen, hat Zweistein eine neue Möglichkeit gefunden, unbemerkt zu starten. Professor, wenn Sie den Supercomputer schon ins Zeitraumschiff bringen ließen, sind Sie also bereit, auf die Erpressung einzugehen? Zumindest scheinbar. Sie meinen, wir fliegen los und tun so, als gingen wir auf Zweisteins Forderung ein, um ihn dann in einem geeigneten Augenblick zu überrumpeln? Ich kann Sie nicht zwingen, mit mir zu fliegen. Wir sind längst überredet, Professor. Aber Sie haben vorhin gesagt, dass auch die Leonen wieder etwas ausbrüten. Es sieht ganz danach aus. Und das ausgerechnet jetzt. Überall in unserem Sonnensystem ziehen sie Raumschiffe zusammen, aber sie nähern sich der Erde noch nicht. Wie dem auch sei, und welche Gefahr von ihnen drohen mag, wir müssen den General retten. Ich warte nur noch auf den Anruf des Präsidenten, der jetzt allein darüber zu bestimmen hat, ob uns das Zeitraumschiff zur Verfügung gestellt wird. Und dann, das wird er sein. Warten Sie, es dauert nicht lange. Dieser Teufel. Jan, manchmal frage ich mich, ob Zweistein überhaupt ein Mensch ist. Es hat immer Verrückte gegeben, die glaubten, die Welt beherrschen zu können. Aber noch nie hatte einer die Mittel, über die Zweistein verfügt. Jan, wenn wir jetzt auch die Erde verlassen, wer kann dann noch die Leonen im Auge behalten? Es gibt noch andere tüchtige Männer und Frauen, Laura. Forbets Leben geht vor und wahrscheinlich sind wir mit ihm wieder zurück, bevor es wirklich ernst wird. Nun, Professor? Der Präsident stellt uns das Zeitraumschiff zur Verfügung. Wir können in 2 Stunden starten. Dann hole ich jetzt die Ampullen mit unseren Seren, Professor. Beeilen Sie sich, Laura. Jeder Augenblick ist kostbar. Zwei Stunden später sind Professor Futura, Jan Tenner und Laura im Weltraum. Der Bordcomputer des Zeitraumschiffs, von Jan spöttisch Mimose getauft, weil er sehr empfindlich reagieren kann, hat die gespeicherten Zielkoordinaten übernommen und lässt das Schiff mit fantastischer Überlichtgeschwindigkeit der fernen roten Sonne entgegenschießen. Das ebenfalls auf Überlichtbasis arbeitende Funkgerät des Schiffes erlaubt es ihnen, mit der Erde Kontakt zu halten. Denn was Sie schon kurz nach dem Start beobachten können, ist mehr als beunruhigend. Dass das mit Forbett ausgerechnet jetzt passiert. Aber sein Stellvertreter, Oberst Anderson, scheint ein vernünftiger Mann zu sein, der sich sicher nicht zu Heldentaten hinreißen lässt. Was die Leonen in unserem Sonnensystem treiben, ist mir unheimlich. Es sah so aus, als wollten sie überall große Raumstationen bauen. Aber wozu? So dringen sie auch nicht in die Sicherheitszone um die Erde herum ein, die von der Regierung festgelegt worden ist. Ja, die unseren Planeten in der Form einer gedachten Kugelschale weiträumig umschließt, Laura. Wenn die Leonen sich dort hinein vorwagten, würde mit der Laserkanone auf sie geschossen. Sobald sich in unserem Sonnensystem etwas Neues tut, erfahren wir es über Funk. Jetzt müssten wir bald die rote Sonne erreicht haben. Wie wollen wir vorgehen? Wir landen und tun so, als würden wir auf Zweisteins Forderungen eingehen. Ihnen, Jan und Laura, injiziere ich vorher das Serum, dass Sie feste Materie mühelos durchdringen können. Wir lassen uns zum Schein gefangen nehmen? Ja, so ist es, Jan. Zweistein wird uns dann zu Forbett bringen. Moment, wieso gefangen nehmen? Jan hat das schon richtig erkannt, Laura. Natürlich will Zweistein keinen ehrlichen Handel. Er will die absolute Macht und wir sind ihm dabei im Weg. Erst wenn er uns ausschaltet, hat er freie Bahn. Aber dazu wird es nicht kommen, Laura. Wir lassen uns gefangen nehmen und mit Forbett zusammenbringen. Dann überraschen wir diesen Herrn des Universums mit Hilfe unseres Serums und befreien Forbett. Wenn er das nicht nur schon voraussieht. Er wird einen Angriff erwarten, doch Forbett ist damit schon gescheitert. Also hat es auch für uns keinen Sinn. Mich würde interessieren, was unser schlauer Bordcomputer dazu sagt. Na, Mimo? Stören Sie mich jetzt bitte nicht, Mr. Tenner. Ich habe gerade einen sehr interessanten Meinungsaustausch mit meinem Kollegen. Deinem Kollegen? Ich habe ihn mit dem Supercomputer zusammengeschlossen, Jan. Beide bilden jetzt eine Einheit und sind als solche doppelt leistungsfähig. Ich glaube fast, dass Mimo dem Supercomputer Dinge entlocken kann, an die wir nie herankommen. Hoffentlich geht das gut mit den beiden. Machen Sie sich darüber nur keine Sorgen, Mr. Tenner. Achten Sie lieber auf den Flug. Wir haben das System der roten Sonne erreicht. Ich bereite die Landung vor. Tatsächlich, Jan. Wir sind schon im System. Und da ist der zweite Planet auf dem Bildschirm. Eine einzige Wüste. Oh, das Funkgerät schaltet sich ein.
haben recht, Laura. Der Planet ist eine einzige Wüste. Aber Sie werden dennoch einen angenehmen Aufenthalt haben. Darf ich Sie einweisen? Landen Sie dort, wo es auf Ihrem Bildschirm rot aufleuchtet. Es blinkt an einer Stelle rot auf. Mimo, du steuerst alle Anlagen des Schiffes. Wie kann Zweistein wissen, was bei uns an Bord vorgeht? Mr. Tanner, bitte stören Sie mich jetzt nicht. Mach doch, was du willst. Wir sind im Landeanflug. Professor, geben Sie uns schnell das Serum. Ich habe schon bereit. Ihre Arme, bitte. Wie lange wird es wirken? Etwa 3 Stunden. Das sollte genügen. Wir sind unten. Mimo, öffne die Ausstiegsluke für uns. Also gehen wir und tun so, als würden wir an Zweisteins Ehrlichkeit glauben. Oh, verdammt. Was hast du, Jan? Laura, Professor, der Wahnsinnige muss doch mitgehört haben, was zwischen uns gesprochen wurde. Dann weiß er auch, dass Sie uns das Serum verabreicht haben und wir ihn täuschen wollen. Oh, Mr. Tanner, ich bewundere Ihre Intelligenz, aber leider hilft sie Ihnen auch nicht mehr. R1, beschieße das Zeitraumschiff mit deinen Lähmstrahlen. Mimo, schnell zurück in den Weltraum. Mach schon, bevor... Mr. Tanner, wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass ich ein höchst aufschlussreiches Gespräch mit meinem Kollegen habe und nicht gestört werden will? Ich stürze. Ich habe kein Gefühl mehr. Ich falle! Jan! Jan! Laura, ich kann mich nicht mehr bewegen. Professor, Mr. Tanner, höchst verehrte Laura, warnte ich Sie nicht, mich zu unterschätzen? Nun gibt es niemanden mehr, der Zweisteins Siegeszug aufhalten kann. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Und Sie... Sie werden General Forbert jetzt Gesellschaft leisten. Zweisteins hünenhafter Roboter steigt durch die offene Luke in das Zeitraumschiff und trägt den Professor, Jan und Laura in die unterirdische Station. Zu der Zelle, in der schon General Forbit und sein Pilot gefangen sind. Als die Wirkung der Lähmstrahlen abklingt, ertönt wieder Zweisteins triumphierende Stimme. Nun, Professor Futura, Mr. Tanner, Laura, ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in der Gesellschaft des Generals. Und ich hoffe, Sie ersticken an Ihrer Überheblichkeit, Sie unzurechnungsfähiger Verbrecher. Aber General, so bleiben denn Ihre guten Manieren? Ich war immer sehr offen zu Ihnen. Und selbstverständlich sollen Sie nun auch wissen, was weiter geschieht. Das interessiert mich nicht. Oh, das sollte Sie aber interessieren. Ich befinde mich in der Zentrale Ihres kostbaren Zeitraumschiffs, mit dem nun ich das Universum erobern werde. Dieser Schurke, dieser verdammte... Professor Futura, Sie haben den Bordcomputer schlecht behandelt, wie? Sonst hätte er doch sicher auch Ihnen sein Geheimnis verraten. Das Geheimnis... der absoluten Macht. Ich werde sie erringen. Geheimnis? Mimo hatte ein Geheimnis? Er ist genauso verrückt wie Zweistein, seitdem Sie ihn mit dem Supercomputer zusammengeschlossen haben, Professor. Mr. Tanner, ich verstehe Ihre Enttäuschung. Ja. Nun, in weniger als einer halben Stunde werde ich mit dem Zeitraumschiff starten und mir den Stein der Macht holen. Und Sie? Nun... Sie sind mir alle so an mein weiches Herz gewachsen, dass ich Ihnen ein schnelles Ende gönne. Ans weiche Herz, das muss man sich anhören. Der Kerl hat höchstens ein Herz aus Quecksilber. Was meint er damit, ein schnelles Ende? Still, Laura, lassen Sie ihn weiterreden. Noch ist nicht aller Tage Abend. Sie denken an das Serum, das Sie Ihren beiden jungen Freunden verabreicht haben, Professor? Aber... Als sie gelähmt waren, hat R1 den beiden ein Gegenmittel injiziert. Oh nein, Professor! Ich sehe keine Möglichkeit, keine, wie sie ihrem bedauerlichen Schicksal noch entgehen können.
Ich gebe meinem Roboter jetzt eine nette kleine Atombombe, die ich mir noch von der Erde mitgebracht habe. Aus Ihrem Waffendepot, General. Zweistein, die ganze Armee von Westland wird Ihnen die Hölle heiß machen. Ach, damit werde ich leben müssen, General. Doch ich habe schon zu viel Zeit mit Ihnen verloren. R1 wird die Bombe jetzt in die Station bringen. Ich stelle sie, Moment, auf genau eine halbe Stunde ein. Dann wird sie alles in einem Umkreis von 100 Kilometern in die Luft sprengen. Ich werde dann längst im Weltraum sein. Also, auf Wiedersehen. Aber nicht mehr in dieser Welt. Zweistein, ich warne Sie noch einmal. Es hat doch keinen Sinn, General. Er meldet sich nicht mehr. Wir sitzen in der Falle. Professor, ich habe es gerade versucht. Das Serum wirkt tatsächlich nicht mehr. Dann kann uns nichts mehr retten. Hören Sie auf! Hören Sie endlich auf! Ich will hier raus! Rütteln Sie nicht an der Zellentür, Sergeant. Wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, haben wir noch 29 Minuten zu leben. So, mein lieber Bordcomputer, du hörst mich wieder. Gehorche nur und wir werden die allerbesten Freunde. Was hätten dir Futura und die anderen Narren schon bieten können? In genau 15 Minuten fliegen sie in die Luft und stören mich nicht mehr. Nanu, da will doch jemand etwas von uns? Ein Überlichtspruch von der Erde, Professor Zweistein. Das Armeehauptquartier von Westland, Oberst Anderson. Oha, Forbes Stellvertreter und Nachfolger, bereite den Start weiter vor. Ich gönne mir das Vergnügen, mir den Oberst anzuhören. Hier, Zeitraumschiff, Oberst. Ich höre Sie. Hier, Oberst Anderson. Hauptquartier Westland. Aber Professor Futura? Aber nein, Oberst. Sie reden mit dem neuen Besitzer des Schiffes. Zweistein? Gratuliere zu Ihrer schnellen Auffassungsgabe, Oberst. Futura und seine Freunde können Sie leider nicht mehr erreichen. Was gibt es so Dringendes? Zweistein, hören Sie. Wenn noch ein Funken Anstand in Ihnen ist, lassen Sie sie frei und zur Erde zurückkehren. Im Sonnensystem ist der Teufel los. Die Leonen errichten immer mehr gigantische Stationen und beginnen ein energetisches Sperrfeld um die Erde zu legen. Sie wollen uns vom übrigen Universum abschneiden. Bald kann kein Raumschiff mehr von der Erde fort und keines aus dem Weltall zurück. Futura und General Forbes sind unsere letzte Hoffnung. So. Oberst, und nun wollen Sie, dass ausgerechnet ich Ihnen helfe? Warum sollte Zweistein Mitleid mit euch törichten Menschen haben? Zweistein, Sie sind doch auch ein Mensch. Ich bin ein Genie. Ich bin der erste Übermensch. Werden Sie mit den Leonen allein fertig und halten Sie mich nicht auf. Professor Zweistein, ich appelliere an Ihr... Soll er nur reden, der Narr, was? Bordcomputer, ich habe die Verbindung unterbrochen, denn es wird wirklich Zeit. Starte jetzt das Zeitraumschiff. Ach, wissen Sie, Professor Zweistein, ich habe jetzt keine Lust mehr. Was? Ich habe es mir anders überlegt. Sie sind mir gerade ziemlich unsympathisch geworden. Und deshalb starte ich nicht. Ich habe alle Systeme des Schiffes blockiert. Das hast du nicht, du kannst das gar nicht. Warte, das haben wir gleich. Geben Sie sich doch keine Mühe, Professor Zweistein. Tatsächlich, du bist wahnsinnig geworden. In 13 Minuten explodiert die Atombombe, dann werden wir auch vernichtet. Oh ja, das ist schade, wo ich gerade einen so guten Freund gefunden habe. Den Supercomputer. Das gibt es nicht. Du musst mir gehorchen. Ich bin Zweistein, ich bin dein Herr. Noch 12 Minuten, Professor. Ich möchte in Ruhe sterben und mir nicht Ihr Gejammer anhören müssen. Deshalb öffne ich jetzt die Luke für Sie. Bitte, wenn Sie sich das Raumschiff jetzt von außen ansehen würden. Ja, du hast etwas übersehen. Forbes Raumsonde. Ich werde eben mit ihr starten.
Machen Sie sich nicht die Mühe, Professor Zweistein. Sie haben nicht mehr genug Zeit, um die Sonde startklar zu machen. Dann bleibt mir nur noch eins. Wenn die Welt nicht ihr größtes Genie verlieren soll. General Forbert, er muss wissen, wie die Atombombe zu entschärfen ist. So schnell ihn seine Füße tragen, rennt Zweistein zur Station zurück und verschwindet im Einstieg. In fieberhafter Eile öffnet er die Zelle seiner Gefangenen, die von R1 in Schach gehalten werden. Denn der Roboter hat inzwischen seinen Befehl ausgeführt und die Bombe in die unterirdische Station gebracht. Also beeilen Sie sich, General. Ich verspreche Ihnen, sie alle laufen zu lassen, wenn Sie die Bombe entschärfen. Sie haben uns schon zu viel versprochen und zu wenig gehalten. Jetzt, wo Sie selber dran glauben müssen, bekommen Sie es mit der Angst zu tun. General, es ist ernst. Und wir haben noch knapp 4 Minuten. Nein, nur noch 3. Ich tue alles, was Sie verlangen. Nur machen Sie schnell. Der große Zweistein zittert. Ach, hören Sie auf, General. Wenn Sie vielleicht den Heldentod sterben möchten, Jan, Laura und ich möchten noch eine Weile leben. Und Ihr Sergeant sicher auch. Also, können Sie die Bombe entschärfen? Ich weiß es nicht, Professor. Ich müsste den Zeitzündermechanismus abstellen, aber es ist ein ganz neues Modell mit einem Zündcomputer. Einstellen kann man ihn leicht, aber wieder abschalten... Versuchen Sie es. Noch 2 Minuten. Los, General. Aber verlangen Sie, dass wir aus der Zelle heraus können. Was flüstern Sie da? Nichts. Nur hier drin ist es zu eng und ich kann nicht in Ruhe arbeiten. Lassen Sie uns auf den Gang. Ist das ein Trick? Was könnten wir schon tun, wenn Sie uns sowieso freilassen wollen? Ja, dann kommen Sie rasch. R1, lege die Bombe in die Mitte des Korridors. Da, General. Ja. Der Zündcomputer ist winzig. Die Bedienungselemente liegen unter dieser Klappe hier. So. Die ist schon mal offen. Hatten Sie keine Vorträge, Mann? 1 Minute! Was machen Sie jetzt? Wenn Sie weiter herumkreischen, gar nichts. Ich muss mich konzentrieren. Der Computer weigert sich, die von Ihnen vorgenommene Zündprogrammierung rückgängig zu machen. Haben Sie etwa diesen blauen Knopf hier nach links gedreht? Ja. In die Richtung des Pfeiles, der da aufgezeichnet ist. Großer Gott, dann ist alles umsonst. Sie wollen ein Genie sein? Ein Riesendummkopf sind Sie. Es ist aus. Die letzten Sekunden laufen ab. Achtung! Hinwerfen! Nein! Das darf nicht geschehen! Achtung, Jan! Auf ihn! Ich kümmere mich um den Roboter! Und ich mich um diesen Herrn der Welt! So. Zweistein ist in seiner eigenen Zelle gefangen. Leider musste ich ihn etwas unsanft hineinstoßen. Herr General, Jan, der Roboter ist viel zu groß und zu kräftig für ihn. Jetzt richtet er die Lähmwaffe auf ihn. Ich komme schon. Klammern Sie sich an seinen Armen fest, General. Ich versuche, ihm die Beine wegzuziehen. Das ist leicht gesagt, Jan. Machen Sie schon, ehe er schießt. Das ging knapp vorbei. Ich habe die Beine gepackt, General. Ich kann sie wegziehen. Lassen Sie los und laufen Sie weg. Nichts lieber als das. Der Roboter kippt nach hinten und... Er ist nur noch ein Haufen Schrott. Gott sei Dank, Jan. Lassen Sie mich heraus! Sie haben mich reingelegt! Sie haben Zweistein betrogen! Ich werde mich rächen und Sie alle vernichten! Ja, schreien Sie nur. Jan, Laura, Professor Futura, die Gefahr ist nicht vorüber. Ich konnte die Atombombe nicht entschärfen. Die Zündung ist nicht mehr abzuwenden. Alles, was ich machen konnte, war Ihren Zeitpunkt, um noch einmal eine halbe Stunde hinauszuzögern. Um Himmels Willen, dann geht sie ja doch hoch. Aber erst in 28 Minuten, Laura. Bis dahin müssen wir im Zeitraumschiff sein, und zwar weit weg von diesem Planeten. Als Zweistein vorhin zurückkam, hat er gesagt, dass Mimo mit ihm nicht starten wolle. Hoffentlich macht er uns nicht auch Schwierigkeiten. Was machen wir mit Zweistein?
Auch wenn er eine Bestie ist, wir sollten ihn nicht hier zurücklassen. Um ihn kümmere ich mich. Ohne seinen Roboter und ohne Waffen ist er nicht mehr gefährlich. Schnell, gehen Sie schon vor. Er hat recht, kommen Sie. Zum Teufel, Sergeant Cooper! Was liegen Sie da auf dem Boden? Aber Sie haben doch hinwerfen befohlen, Sir. Stehen Sie auf, Sie Hornochse. Das war doch nur zur Täuschung Zweisteins. Los, laufen Sie um Ihr Leben. Zu Befehl, Sir. Ich komme mit Jan und Zweistein nach, Professor. Aber machen Sie schnell. Geh zur Seite, Laura. Ich gehe allein in die Zelle. Aber das ist doch nicht möglich. Sie ist leer. Es gibt nur diese eine Tür, oder? Jan, die Bombe beginnt wieder zu ticken. Rasch, wir können jetzt nicht nach Zweistein suchen. Du hast recht. Wir wollten ihn retten, aber... Ja, kein Aber. Schnell, den anderen hinterher. Während mit dem Ticken des Zeitzünders die unausweichliche Explosion immer näher rückt, kann Jan Tenner mit Hilfe des Bordcomputers Mimo, der jetzt willig und blitzschnell reagiert, das Zeitraumschiff in Rekordzeit starten. Das war wirklich knapp. Als der Atompilz in die Höhe schoss, glaubte ich für einen Moment, seine Glut würde uns noch erreichen. Wir waren schon aus der Atmosphäre des Planeten heraus, Professor. Zweistein ist in seiner eigenen Falle umgekommen. Aber lieber wäre es mir gewesen, man hätte ihn vor ein ordentliches Gericht stellen können. Er ist tot, wir können es nicht mehr ändern. Genauso wenig wie die Zerstörung meiner Raumsonde, die wir zurücklassen mussten. Lassen Sie uns jetzt schnellstens zur Erde zurückkehren. Seitdem dieser Mimo, ich meine, der Bordcomputer, uns die Magnetaufzeichnung von Oberst Andersons Bericht vorgespielt hat, habe ich keine ruhige Minute mehr. Hast du gehört, Mimo? In diesem System haben wir nichts mehr verloren. Bring uns zur Erde zurück, ja? Aber natürlich, Mr. Tenner. Meinen Freunden tue ich jeden Gefallen. Achtung, festhalten! Wir sind schon fast auf Überlichtgeschwindigkeit. Was ist das? Ich empfange einen Überlichtspruch. Von wem kommt der Mimo? Von Oberst Anderson. Dann ist es wichtig. Her damit! General, General. Verscherzen Sie sich nicht meine Sympathie, die ich gerade eben für Sie entdeckt habe. Ach, du kannst mich wahr haben. Natürlich. Bitte. Ich möchte ihn hören. So ist es besser. Hier kommt der Spruch. Hier, Oberst Anderson. Ich rufe das Zeitraumschiff. Professor Zweistein, hören Sie mich? Die Leonen haben die Erde vom übrigen Universum abgeriegelt. Wir konnten mit einer Raumsonde gerade noch starten und durch das Sperrfeld, bevor es sich völlig geschlossen hatte. Ich appelliere noch einmal an Sie. Arbeiten Sie mit uns zusammen. Lassen Sie General Forbert, Professor Futura und Ihre Begleiter frei. Verdammt, ich muss ihm antworten. Geht das, Mimo? Wenn Sie so nett fragen, immer, General. Sprechen Sie. Oberst Anderson, hier General Forbert. Hören Sie mich? Sir, ich empfange Sie deutlich. Aber sind Sie nicht mehr... Zweistein ist tot. Wir sind wieder im Zeitraumschiff und nehmen Kurs auf die Erde. Was ist passiert? Fliegen Sie nicht zur Erde, Sir. Ihr Schiff würde im Sperrfeld verglühen. Wir geben Ihnen die Position unserer Raumsonde durch. Können Sie uns an Bord nehmen? Natürlich, Oberst. Ich speichere seine Daten. Diddlip, 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 diddlip. Wir fliegen schon in Richtung Raumsonde. Sie hat das irdische Sonnensystem gerade verlassen und treibt im Raum zwischen den Sternen. Wann werden wir bei ihr sein, Mimo? Wenn wir uns beeilen, in 23,44785642 Minuten, Professor. Achtung, ich beschleunige. Soll das etwa heißen, dass die Leonen die Erde vollkommen isoliert haben und wir nie mehr zu ihr zurückfliegen können? Ich will es nicht hoffen, Laura. Denn das hieße, dass wir für alle Zeiten von ihr abgeschnitten wären und den Rest unseres Lebens
im Weltraum verbringen müssten. Aber das wäre ja entsetzlich. Noch ist es nicht so weit, Laura. Zuerst holen wir Oberst Anderson und seine Leute an Bord und danach sehen wir weiter. Wie vom Bordcomputer berechnet, erreicht das Raumschiff auf die tausendstel Sekunde genau Oberst Andersons Raumsonde und nimmt ihn und seine 10 Besatzungsmitglieder an Bord. Trotz Andersons Warnungen kann Jan Tanner Mimo dazu bringen, einen Durchbruch zur Erde zu versuchen. Auf dem Bildschirm zeigt sich ein blauer Energieschirm, der die Erde wie eine Schale in weitem Umkreis umschließt. Wir rasen genau auf den blauen Schirm zu. Das kann nicht gut gehen. Wir werden in ihm verbrennen. Wir müssen es einfach versuchen, Laura. Sonst ist die Erde verloren und wir auch. Sie werden langsam vernünftig, Jan. Wenn wir nur Bordkanonen hätten, um diesen verdammten Sperrschirm zu sprengen. Achtung! Wir fliegen hinein! Ah! Oh, ich habe keinen Halt mehr. Wir sind aufgeprallt. Wir kommen nicht durch. Mimo, schnell zurück. Wir hängen in dem Schirm fest. Er verbrennt uns. Dann halten Sie sich gut fest. Ich gebe volle Kraft zurück. Wir kommen los. Wir rasen in den Weltraum zurück. Also ist es wahr. Jetzt erst zeigen die Leonen ihre wirkliche Macht. Und wir sind ausgesperrt. Was immer sie mit der Erde vorhaben, wir können nichts mehr tun, um es zu verhindern. Aber Professor Futura, wer wird denn so schnell die Flinte ins Korn werfen, wie ihr Menschen zu sagen pflegt? Ich bringe das Raumschiff erst einmal wieder auf sicheren Kurs und dann kann ich Ihnen vielleicht etwas erzählen, um Sie wieder aufzumuntern. Aufmuntern, sicherer Kurs? Wohin denn, du Dämlis? Ich meine, lieber Mimo, wenn du uns etwas zu sagen hast, dann tue es jetzt. Wir haben bestimmt nichts mehr zu verlieren. Bitte, Mimo, spann uns nicht auf die Folter, falls du etwas weißt, das für uns wichtig sein könnte. Es ist jetzt genau das eingetreten, womit wir eigentlich immer gerechnet haben. Dass die Leonen zum Großangriff auf die Erde ansetzen. Bisher versetzten sie uns nur Nadelstiche, doch als sie zum großen Schlag ausholten, war keiner von uns da, um sie daran zu hindern. Sie hätten sie nicht hindern können, Professor. Die Leonen werden weitere Stationen im Weltraum bauen. Sie werden kosmische Energien sammeln, um dann mit ihren Laserwaffen die Erde regelrecht in Stücke zu zerschneiden. So wollen sie dann an das Uran unseres Planeten kommen. Das kann doch nicht wahr sein, Mimo. Du musst dich irren. Leider irre ich mich nicht, Mr. Tanner. Dieses Wissen habe ich vom Supercomputer. Und ich glaube, ich kann euch einen Ausweg zeigen. Einen Weg, um den Plan der Leonen zu vereiteln, Mimo? Das Uran zu verschaffen, das sie so dringend brauchen. Ja, wie denn, Mimo? Wo sie alle anderen Planeten schon ausgebeutet haben. Durch den Stein der Macht. Stein der Macht? Davon sprach Zweistein schon. Ich verriet ihm das Geheimnis, als ich ihn noch sympathisch fand. Ich selbst erfuhr es vom Supercomputer, der ja in Urzeiten von einem weisen Weltraumvolk von großem Wissen gebaut wurde. Was ist das, der Stein der Macht, Mimo? Uralte Legenden erzählen von ihm, Mr. Tanner. Es heißt, dass es einen geheimnisvollen Planeten gibt, den Planeten der 1000 Wunder. Auf ihm lebte ein längst ausgestorbenes Volk, das den Stein erschaffen hat. Mit ihm lassen sich alle Stoffe umwandeln. Zum Beispiel einfaches Felsengestein in Uran. Das heißt, Mimo, wenn wir diesen Stein finden, könnten wir ihn den Leonen bringen und sie davon abhalten, die Erde zu zerschneiden? So ist es, Professor. Der Stein der Macht befindet sich noch immer auf dem Planeten der 1000 Wunder und wartet darauf, von jemandem geholt zu werden. Ja, und wo befindet sich dieser sagenhafte Planet? Das, Mr. Tanner, ist das Problem. Vom Supercomputer weiß ich nur ungefähr, wo wir suchen müssen. Das heißt also, wir müssen vielleicht Dutzende von Planeten ansteuern, um diesen einen zu finden? Ja, dann verlieren wir keine Zeit. Vielleicht finden wir auf dem Planeten auch Superwaffen, die von diesem Volk gebaut und zurückgelassen wurden. Oh, General, können Sie denn nie an etwas anderes denken? Bleiben Sie ruhig, Jan. Wir werden in dem Raumgebiet suchen, in das Mimo uns führen wird.
Wir dürfen keine Zeit verlieren. Jeder Tag bedeutet größere Gefahr für die Erde. Genau, Professor. Konzentrieren wir uns auf die Suche. Dieses Zeitraumschiff wird also für einige Zeit unser Zuhause sein. Sollten wir ihm da nicht einen Namen geben? Silbervogel. Wie kommen Sie gerade darauf, Laura? Es klingt schön. Und die Hülle des Schiffes ist silbern und es trägt uns wie ein riesiger Vogel durchs Weltall. Diddlip, mir gefällt der Name auch gut. Liebe Laura. Dann ist ja alles in Butter, Mimo. Also, bring den Silbervogel auf Kurs. Ich meine, falls du Lust dazu hast. Aber ja, Mr. Tenner. Anschnallen, festhalten, aufpassen. Die große Fahrt beginnt in diesem Augenblick. Diddlip. Liebe, wunderhübsche Miss Laura, Sie dürfen sich an mich lehnen. Oh, pass auf, du alter Schwerenöter. Ich weiß nicht, wie Sie jetzt lachen können, Jan. Ich werde es erst wieder können, wenn wir mit dem Stein der Macht zur Erde zurückkehren. Falls es dann noch eine Erde gibt. Es ist das erste Mal, dass ein Abenteuer mit Jan Tenner, Laura, Professor Futura und General Forbit nicht mit einem befreienden Lachen endet. Die Raumfahrer ahnen dumpf, dass es ein langer Weg sein wird zum Planeten der 1000 Wunder. Schon die erste Station birgt eine tödliche Gefahr. Der Rachegott Senyata erwartet unsere Freunde auf dem Planeten der Vogelmenschen.